Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du wieder dabei bist. Jetzt kommt jeden Mittwoch ein Video zur Produktrecherche und das schauen wir uns genau zwei Produkte immer an, die wir analysieren, wo wir schauen, wo kaufen wir sie günstig ein und wo können wir sie gewinnbringend wieder verkaufen. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so verpasst du auch kein weiteres Video mehr, zumal es auf diesem Kanal auch ganz viele weitere nützliche Dinge gibt und viele, viele Videos, die ich schon gemacht habe, kannst du dir gerne unter dem Profil anschauen. Wir legen direkt mit der ersten Produktanalyse, Produktrecherche los und das Ganze schauen wir uns an meinem Notebook an. Es lohnt sich bis zum Schluss dran zu bleiben. Bis gleich. So Freunde, wie angekündigt, schauen wir uns genau zwei Produkte an, die wir analysieren und schauen, wo bekommen wir sie günstig her und wo können wir sie gewinnbringend verkaufen. Und nicht schwer zu erkennen ist es, das erste Produkt habe ich direkt auf mir drauf und zwar eine Sonnenbrille. Ein sehr einfaches Produkt, was es auch in Massen gibt natürlich. Es gibt viel Konkurrenz dazu, jedoch lohnt es sich dennoch, diese Sonnenbrillen zu verkaufen. Ich selbst habe Sonnenbrillen verkauft und da gab es viel Konkurrenz. Dennoch bin ich auch zu Verkäufen gekommen und bei mir haben die Kunden gekauft. So, und ihr seht es hier, wir sind hier bei Google Trends. Wir schauen uns mal an, wie der Trendverlauf ist von Sonnenbrillen, damit wir das ungefähr einschätzen können, wann kaufen wir Sonnenbrillen ein und wann verkaufen wir sie und wann sollten wir am besten keine Sonnenbrillen mehr einkaufen. Anhand dessen kann man hier bei Google Trends das Ganze gut erkennen, denn Sonnenbrillen sind ein Saisonprodukt und deswegen sollte man da genau drauf gucken. So, wir geben hier Sonnenbrillen ein. Und schauen mal, wie diese in der Vergangenheit verkauft worden sind. Und wie wir direkt hier erkennen können, in den letzten 12 Monaten haben wir hier dann einen Chart, den wir sehen, wo hier ein erhöhter Aufstieg ist im Sommer natürlich. Ja, das ist ganz einfach. Kann man sich schon denken, dass der Sommer da definitiv der richtige Zeitraum ist. Wenn wir mal das Ganze auf 5 Jahre uns zurück anschauen. So, wenn wir uns das Ganze auf 5 Jahre anschauen, dann sehen wir hier, zu jedem Sommer ist die Nachfrage ganz groß, im Winter eher weniger. Und dann so weiter und so fort ging das Ganze, ja. Wir stehen gerade kurz davor, vor der Saison für Sonnenbrillen. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob die Kunden dann oder die Käufer dann in den Urlaub fliegen oder nicht. Sonnenbrillen werden immer getragen und überall, auch im Inland, dafür muss man nicht verreisen. Ich meine das nur wegen der Corona-Krise, falls es wieder dazu kommen sollte, dass mit Reisen eher weniger wird dieses Jahr. So, und das ist definitiv ein gutes Produkt, was man sicherlich günstig bekommt und verkauft. So, schauen wir erstmal nach, wo bekommen wir denn Sonnenbrillen günstig? Und zwar ist da die erste Adresse natürlich, wie ich das in den letzten Videos schon gezeigt habe, Alibaba. Deshalb schauen wir uns das hier mal eben an. Sonnenbrille bei Alibaba. Und wenn wir hier dann in die Produktsuche gehen, wir sehen hier direkt, wir werden hier ganz viele Sonnenbrillen im Angebot haben. Und diese hier beispielsweise ist eine gute Brille, die habe ich selber auch so bestellt und verkauft und die läuft tatsächlich sehr gut. Ist eine einfache, schlichte Brille, ist natürlich Geschmackssache bei Brillen, jedoch diese Brille könnte sich jeder aufsetzen, ja, sowohl Frau als Mann, deswegen kann man hier das Ganze und einfach handeln und deshalb auch der Preis ist sehr, sehr attraktiv. Wir bekommen hier bei einer gewissen Abnahme sicherlich einen guten Preis. Es kann sein, wenn man hier ein bisschen weiter schaut, dass man sogar unter einen Euro kommt beim Einkauf, wenn man dann die ganzen Sachen kalkuliert wie Zoll, Einfuhrsteuer, Zoll und natürlich die Versandkosten, was einen großen Teil ausmacht, dann können wir hier ungefähr bei 2 Euro im Einkauf pro Brille sein und dementsprechend kann es sich definitiv lohnen, diese zu verkaufen. Ja, man muss das im Einzelnen betrachten. So, wir sehen hier, es gibt hier sehr viel Auswahl. Man muss gucken, dass wir hier tatsächlich für ein Produkt uns entscheiden. Wir können mehrere Varianten nehmen, natürlich, aber ich würde jetzt für den Anfang erstmal mit einer anfangen. Wenn man sagt, es läuft gut, dann bestellt man schnell welche nach und vielleicht auch verschiedene Varianten.
Aber wir sehen auch hier, wir haben hier tatsächlich sehr große Preisunterschiede, sodass man hier mal schauen muss, welche Brille kaufe ich tatsächlich hier ein, um sie gewinnbringend wieder zu verkaufen. So, jetzt haben wir uns die Preise mal eingeschaut im Einkauf. Jetzt schauen wir mal das Ganze im Verkauf nach. Sonnenbrillen bei eBay. Ich mache das Video jetzt nur für eBay, das heißt, wir schauen uns nur die Preise bei eBay an. Amazon-Videos werde ich auch machen zur Produktrecherche, das wird aber separate Videos sein. So, und wie wir sehen, haben wir hier tatsächlich Verkaufspreise von 20 Euro, von 12,99 und. Also wir haben hier verschiedene Preise, aber das Ganze ist hier tatsächlich meist über 10 €. Und dementsprechend müssen wir schauen. Wir haben hier das Produkt, aber das ist sicherlich, auf sowas muss man natürlich achten. Er verkauft die für 6 € plus 1,80 € Versand. Wir werden hier bei 7 € ja, 80 sein. Und aber das ist sicherlich ein chinesischer Händler. Ja, gehe ich stark davon aus, dass es ein chinesischer Händler ist. Wir haben hier keine Adresse vom Verkäufer, deshalb wird es wohl ein chinesischer Händler sein. Dennoch muss man dann schauen, also ob man solche Brillen dann verkauft oder nicht. Wichtig ist, diese Sachen auch natürlich dann auch zu bewerben, so dass man dann hier auch vernünftig Verkäufe machen kann. Wir haben hier beispielsweise genau die gleiche Brille und dieser Verkäufer verkauft sie gar nicht. Okay, auch interessant. Gut, wir haben jetzt noch keine Saison. Die anderen Brillen, die verkauft worden sind, die sind tatsächlich jetzt über ein Jahr schon drinnen bestimmt. Wir haben hier den Verkäufer beispielsweise. Er hat hier zwar eine Marke auf dieser Brille drauf, aber er verkauft sie unglaublich viele. Und tatsächlich hier 7 Stück in den letzten 24 Stunden und er verkauft die für 13 €. Also man kann ungefähr sagen, er hat zwischen 3 und 5 € Gewinn hier, wenn man alles abzieht. Dann kann es sich durchaus lohnen, ja. Also wenn man dann in Massen das Ganze verkauft, dann kann das durchaus lohnenswert sein. Muss man auf jeden Fall dennoch alles richtig abschätzen und gucken, ob das was für dich ist, ja. Weil nicht jeder möchte Sonnenbrillen verkaufen, aber man muss dazu sagen, es ist ein sehr einfaches Produkt, es kann nicht viel kaputt gehen. Es ist nichts Technisches und. Wir wollen ja Produkte, die einfach sind und nicht zu kompliziert. Und Sonnenbrillen ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. So, schauen wir uns das nächste Produkt an und da gehen wir mal direkt zurück zu Google Trends und schauen mal, wie hier der Trendverlauf ist. Und das zweite Produkt ist ein Fressnapf für Katzen. Fressnapf für Katzen, Unternehmen. Nein, wir wollen jetzt nur Fressnapf schauen. Also allgemein Suchbegriff Fressnapf. Wie oft wird das gesucht und wie gefragt ist das Ganze? Ja. Anhand dessen können wir schon ungefähr einschätzen, ob sowas läuft oder nicht. Aber wir wissen es, Haustierprodukte, Haustierzubehör läuft generell immer. Ja. Genauso wie für Kinder. Produkte gut laufen, laufen auch für Haustiere Produkte gut, weil ist selbstverständlich irgendwo, ja. Viele verbringen jetzt gerade viel Zeit zu Hause mit ihren Haustieren und dann kaufen die sich natürlich auch dementsprechend viel mehr Zubehör und irgendeinen Schnickschnack für ihre Haustiere. Und tatsächlich, wie wir hier erkennen können, ist dieser Trendverlauf sehr konstant und eigentlich schon fast schon geht nach oben. Also wir sehen hier, wir waren hier bei 50 ungefähr und dann geht das Ganze, wir sind hier ungefähr bei 83. Das ist eine 5-Jahres-Skala. Dementsprechend haben wir hier tatsächlich einen aufsteigenden Trend. So, deshalb Fressnapf ist ganz cool. Ja, wir schauen uns mal an, welche Fressnapfe wir haben. Und zwar habe ich für Katzen, ich habe ja vorher schon mal nachgeschaut und gegoogelt und interessante Dinge gefunden. Und zwar gibt es hier so ein Fressnapf hier. Und zwar mit 15 Grad Neigung. Es ist so, dass Katzen
irgendwie Probleme haben beim Essen, dass die teilweise, wenn sie zu sehr mit dem Kopf nach unten geneigt sind, Würgereiz entwickeln. Deshalb hat man hier sich gedacht, man muss Katzen so einen Fressnapf zur Verfügung stellen, der eine 15% Neigung hat und somit kann eine Katze da ganz gut draus essen. Und genau um diesen Fressnapf soll es gehen, der jetzt ja sehr aktuell und neu ist in dieser Branche. Und das könnte definitiv ein Produkt sein, was gut läuft. Ja, ich will hier auch ein bisschen Ideen mit an die Hand geben. Nicht unbedingt, dass ihr dieses Produkt verkaufen müsst. Es sollen nur Ideen sein. So. Und tatsächlich haben wir hier einen Verkaufspreis von 13,59 Euro. Ist jetzt nicht unbedingt ein krasser Preis, aber wir sehen hier, der Händler ist aus China. Er kann auch recht schnell verschicken. Scheinbar hat er sein Lager hier in Deutschland. Dennoch kann es sich durchaus lohnen, diese Produkte auch zu verkaufen. Wir schauen uns mal an, wie die Fressnapfe hier bei Alibaba gehandelt werden. So, ich habe das Ganze hier auf Deutsch eingestellt. Dementsprechend werden mir direkt hier Fressnapfe ausgegeben. Wir haben hier verschiedene Sachen. Wir haben sowas hier, wir haben für Hunde Sachen und. So, wir wollen aber jetzt was für die Katze. Fressnapf, Katze. So. Jetzt will ich mal genau diesen Fressnapf finden, den wir da gefunden haben. Ich weiß, ich habe ihn schon mal gefunden. Aber ja, tatsächlich ist es etwas schwieriger, mit deutschen Suchbegriffen das Ganze zu finden. Deshalb gebe ich das Ganze mal hier in englischer Sprache ein. Und tatsächlich haben wir hier schon die ersten mit den 15 Grad geneigten Fressnapfe. So, schauen wir mal weiter. Gibt es hier vielleicht noch genau das Produkt, was wir da jetzt gesehen haben? Und da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Tatsächlich ist es genau das identische Produkt. Warum jetzt genau dieses Produkt? Natürlich, weil es etwas eine Sensation ist. Es ist was Neues. Also wir haben hier einen ausländischen Händler. Schauen wir uns den mal an. Und ich glaube, der ist noch besser. Ja, tatsächlich. Aber kann auch sein, dass er aus China ist. Ja, wir haben hier ganz viele Bilder. Und ja, er ist auch aus China. Tatsächlich. Er verschickt auch super schnell. Also wenn man jetzt bestellen würde, würde bis Ende der Woche das Ganze auch ankommen. Wir haben hier zwei Varianten in Schwarz und Transparent für 12,49. So. Für wie viel kaufen wir den denn ein? Wir kaufen den für 2,30 € ein, ab 60 Stück. Natürlich ist das etwas Größeres, man muss hier die Maße auch mal berücksichtigen, denn so in den Maßen müssen wir es als Paket verschicken. Wir können es hier nicht als Briefumschlag verschicken. Man kann hier mit dem Verkäufer sprechen, wie viel denn das Ganze kostet. Ja, 2,30 € mit Einkauf, dies, das, würden wir hier ungefähr auch bei 2 Euro sein. Wir haben hier natürlich mehr Versandkosten als bei so einer Sonnenbrille. Bei eine Sonnenbrille kann man tatsächlich klein in so einer Verpackung verschicken. Aber hier ist das ein bisschen größer. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier Maße haben. Doch, tatsächlich 27 in der Breite und ungefähr, ja, ich würde sagen, auch 15 cm in der Höhe. Also sie sieht super aus. Also, warum nicht? Definitiv schönes Fressnapf für Katzen und wir sehen hier, er verkauft ja auch ganz gut zwei Stück in den letzten 24 Stunden und das kann sich auch durchaus lohnen, aber wie gesagt, muss man das auch alles separat einschätzen, ob man sowas verkaufen möchte oder nicht. Ja, das waren meine zwei Produktideen, die ich euch hier an die Hand geben möchte. Ihr müsst natürlich selber forschen. Es wird nichts bringen, wenn man sich immer nur Produktrecherchen anschaut und dann genau die für die Produkte sich entscheiden wird, weil im Grunde genommen
Man kann alles verkaufen und viele Produkte, die im Internet gezeigt werden, sind auch dann mit Konkurrenz ganz viel versehen. Ja? Deshalb würde ich hier einfach sagen, dient das als eine Produktidee. Dennoch möchte ich das, wie gesagt, jeden Mittwoch jetzt eine Produktrecherche machen, sowohl für eBay als auch für Amazon. Das Ganze, wie gesagt, separat. Wenn du diese Videos nicht verpassen möchtest, dann abonniere diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du dann auch kein Video mehr. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Alle weiteren Fragen unten in der Kommentarfunktion nutzen und ich werde sie so schnell wie möglich beantworten. Ansonsten alle weiteren Informationen unten in der Beschreibung findest du. Und ich hoffe, dir war das Video hilfreich. Gib dem Video einen Daumen hoch. Ich freue mich, wenn du das tust und anderen damit hilfst, auf Produktideen zu kommen. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg bei der Produktrecherche weiterhin. Und bis zum nächsten Video. Alles Gute, ciao.